Hey Leute, heute bei Movie MHD gucken wir was ganz Besonderes, wo ich ein sehr gutes Gefühl habe, dass das ein richtig guter Film wird, weil ich ihn persönlich sehr mag. Und zwar habe ich hier was sehr Geiles. Die Exorcist Collection. Die gab es mal für 5 Euro. Die hat ein sehr guter Freund mir dann mitgebracht. Problem an diesem Ding ist, Crap, Crap, Mega Crap. Sprechen wir gar nicht erst drüber. Hier ist ein guter. Der eine gute Film der Exorcist Collection. Und ich weiß, viele Leute haben keine Ahnung, wozu er das genau gehört und bringen so eine Sachen durcheinander wie dann zum Beispiel der letzte Exorzismus oder so eine Sachen noch ins Spiel wie der Exorzismus der Emily Rose. Also die wissen gar nicht, dass der Exorzist eine eigene Reihe ist. Und wir gucken heute den guten Teil an, also den ersten. Die anderen werden wir vielleicht mal für ein anderes Format gucken, aber garantiert nicht in dem, weil die waren niemals gut. Wir gucken natürlich die neue Fassung, die so eine schöne Sachen drin hat, wie den Spider-Walk. Der ist schon verdammt cool. Schade, dass er damals natürlich gefehlt hat in der Kinofassung. Und ja, ich hoffe, er ist immer noch verdammt gut. Nörchen hilft mir und guckt mit. Hat ihn schon ewig nicht mehr gesehen, Nörchen. Ich habe ihn, letztes Mal, glaube ich, im Oktober geguckt. No. Nur, als es noch dunkel war. Und ja, kicken wir los. Das war der Exorzist im Director's Cut. Ja, was haben wir zu dem zu sagen? Ich schnapp mir erstmal meinen klugen Zettel und guck durch. Wir haben das auch so ein bisschen durchdiskutiert, gerade was wir so darüber denken und was nicht. Und ganz am Anfang die Irak-Szene. Leute, wenn wir irgendwann mal Zuschauer haben auf dieser Seite, schreibt uns mal da rein, was bringt uns diese Irak-Szene? Wir haben es uns angeguckt und wir haben wirklich versucht, wir haben nichts geschnallt. Wir haben nicht geschnallt, was der Autor da uns damit sagen wollte. Also in der Schule wäre es ein 6 gewesen. Wir hatten keine Ahnung, was er damit wollte. Wir hatten Vermutungen. Aber die waren kacke. Ja. Danach geht's aber. Warte mal, was habe ich denn? Genau. Ach so, ich habe hier meine Rotzeklaue noch aufgeschrieben, dass diese Szene wahrscheinlich im Buch damals sehr gut funktioniert hat, aber im Film irgendwie einfach nur lahm. So, dann habe ich weiter aufgeschrieben, der erste Akt zieht sich. Ja, und der zweite auch. Also das sind die Szenen mit Dragon, die sind immer wirklich richtig gut und wir wissen auch, warum dieser Film so viel Exposition hat und um halt den Payoff im dritten Akt wirklich gut abzugeben. Aber durch die Exposition zieht sich das echt die ersten zwei Akte leider wirklich hin. Dann kommen wir aber zum totalen geilen Punkt. Das sind authentische 70er Jahre. Die Frisuren sind wirklich so furchtbar, wie sie damals getragen haben. Die Bärte, die Klamotten. Brillen. Und da gibt es heute so viele Horrorfilme, die spielen in dieser Zeit. Wenn ich es, also ich denke mal so ganz grob, Conjuring, Conjuring 2, Annabelle Creation, weiß nicht, heißt der auch im Deutschen so? Also der zweite Annabelle-Teil halt. Die spielen alle in dieser Zeit, in der dieser Film wirklich gedreht wurde, was den sehr viel authentischer und interessanter in der Hinsicht macht. Und das fanden wir echt locker. Also die ganzen Pornobärte, die getragen haben. Ich mit meinem Babyflown, das wäre ja nichts geworden. So, nächster geiler Punkt ist tatsächlich, dass die in dem Film, im Gegensatz zu, naja, was sich heute so Exorzistenfilme nennt, wirklich sehr lange versuchen, sie irgendwie zu behandeln und man halt wirklich sieht, wie die arme Regan da echt leidet. Also, was die da für Sachen mit der machen, das ist ja. Die haben die ja. Also, ganz ehrlich, 70er Jahre Krankenhaus, das war ja nur Gefolter.
So, was schweinecool ist. Weg, weg. Was schweinecool ist. Und ab dem Moment, wo man noch merkt, okay, jetzt zieht die Spannung wieder ein bisschen an. Wobei, ja, ich weiß. Der ganze Film baut ja ewig auf die Spannung, um sie im dritten Akt dann so loszuwerden, wie sie kommt. Trotzdem, ab dem Spider-Walk, der irgendwie total cool ist. Und wir haben es vorhin einfach mal getestet. Ich schaffe 2 Schritte, Nörchen leider nicht. Aber ist schon anstrengend, wirkt das. Genau. Ja, ein Großteil der Exposition ist tatsächlich nach einer Stunde dann zum Glück rum. Und das ist gut. Aber ja, danach geht es dann weiter mit diesen komischen Polizisten. Ich habe mir jetzt den Namen nicht gemerkt, weil ich auch die ganze Zeit von dem Typen extremst genervt war, weil das führt nirgends hin. Der ist so sinnvoll wie eine dritte Brustwarze, der Typ. Dieser Charakter. Also, wie gesagt, wenn ihr irgendwann mal Leute haben, die zugucken, versucht uns mal zu erklären, was der in diesem Film zu suchen hat. Also, wir haben es nicht geschnallt. Er ist bloß da und erzählt der Alten, dass er sie stalkt, was ziemlich creepy ist. Und dass er gerne ins Kino geht, was ich auch mache, aber ich stalk deswegen nicht die Hauptdarsteller? Noch nicht. Nee, wir haben es nicht geschnallt. Wofür der da ist, das klingt jetzt ein bisschen lahm, aber wir haben es nicht geschnallt. So. Moment. Ich habe einen trockenen Mund. Ah, einen guten Tee. Ja, der dritte Akt ist dann sehr cool. Ab dem Moment, wo Father Merrin dann wieder da ist, kommt dann ja tatsächlich alles das zum Tragen, was wir die letzten 2 Akte und die letzten 140 Minuten gelernt haben, verstanden haben oder teilweise auch nicht verstanden haben. Einiges war echt crazy. Und dann ist er wirklich einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Das macht er echt so geil. Die Schauspieler sind echt gut. Also der Dimi spielt das echt geil. Wagon, also dafür, dass Linda Blair damals, keine Ahnung, 12 war, 11, echt jung, macht sie das echt gut. Ich stehe total auf die Stimme der Wagon, also von dem Dämon Wagon. Die haben es in der deutschen Synchro schweinegeil gemacht. Ich weiß nicht, ob es im Englischen auch so cool rüberkommt, aber im Deutschen. Oh. Das Make-up von Wagon, total geil. Die Mutter auch. Die flucht in den ersten 2 Akten mehr als der Dämon im ganzen Film. Nicht ganz so extrem, aber mehr. Und ja, was geben wir dem Film? Also wir haben halt auch echt überlegt, also wir fanden ihn wirklich gut, auch wenn er sich wirklich in den ersten 2 Akten zieht durch die ganze Exposition. Haben wir gesagt, okay, jetzt jemand, der ihn neu sieht, heute das erste Mal, der hätte irgendwann mit dem Handy gespielt oder ein Häufchen gemacht oder wäre rauchen gegangen oder geschnackt. Und deswegen können wir halt leider nicht sagen, er ist frisch. Wir wissen ganz genau, worauf wir uns freuen. Wir wissen schon, in irgendwelchen Szenen, das baut da und dafür auf. Aber wenn man den Film heute das erste Mal sieht, hat man keine Ahnung, warum das passiert. Und wenn der Film dann vorbei ist, dann will man ihn sich wahrscheinlich beim zweiten Mal auch nicht so genau ansehen, um die Sachen dann in Verbindung bringen zu können. Captain Howdy fällt mir gerade noch ein. Hervorragender Typ. Man sieht ihn zwar nicht so häufig, aber wenn man ihn sieht, echt toll. Aber zum Abschluss, wir geben den Film ein abgelaufen, nicht gammelig, dafür ist er wirklich ein Klassiker, der nicht nur von Nostalgie lebt, sondern vom herrlichen Spannungsaufbau, der den dritten Akt wirklich dafür sorgen lässt, dass der seinesgleichen sucht. Ich werde ihn also bestimmt irgendwann mal wieder gucken, der fliegt nicht weg. Und was denkt ihr über den Film? Habt ihr den schon mal gesehen? Wenn nicht, guckt ihn euch an, diskutiert mit uns, gebt uns einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten, sagt uns, was wir besser machen können, abonniert uns,
schickt uns Heiratsanträge und macht euch noch einen schönen Abend. Ciao. Good one.